Ja, servus Freunde, hier spricht der Motorradfahrer Roberto. Heute am 1. November 2024. Eröffnungsfahrt der Wintersaison steht an. Heraus aus dem dunklen Grau Niederbayerns nach Oberbayern. Ja, es ist jetzt 10 Uhr. Der Nebel löst sich langsam auf. Ihr seht es da hinten. Blickrichtung dieses Norden. Da geht es Richtung Dorfen und der Nebel löst sich langsam auf. Es hat 11 Grad. Kommt die Sonne durch, hier sieht man das drüben. Leuchtet schon ein bisschen die Sonne rein da. Es ist fast windstill. Wird ein toller Motorradtag. So, und jetzt wollte ich gerade meine GoPro befestigen, habe das Teil vergessen, wo die GoPro draufgeschraubt wird, auf die Halterung. Sicherungsstift habe ich dabei, aber Halterung vergessen, na super. Ich habe kein Glück mit der GoPro, entweder sie geht nicht, oder Batterie ist leer, oder was weiß ich. Jetzt habe ich eine Halterung vergessen. Da steht sie. Meine F650. Jetzt schauen wir weiter. Ein Schwenk und wir sehen wunderbar runter in den kleinen Ort Berg nach Haag in Oberbayern. Es sind noch Hochnebel. Normalerweise sieht man hier auch schön die Berge. Es ist doch neblig hier. Herrlich hier. Ein Wahnsinn. Und das Wetter. Das ist Haag in Oberbayern jetzt. Wie gesagt, das Wetter wird immer schöner. Windstill. Circa 13 Grad plus jetzt schon. Da oben sieht man die Uhrzeit. So, jetzt bin ich im Wasserburg Ost und jetzt schauen wir runter auf Wasserburg, da gehen wir jetzt davor. So, natürlich super und Glocken läuten auch extra für mich. Mensch, kann es noch besser sein, ne? Schaut mal da runter, das ist herrlich. Schauen wir mal runter und machen einen kleinen Blick über die Stadt hinweg. Ja, ein Gebimmel geht los.
Jetzt geht's aber los. Wir machen jetzt mal einen Blick rund um Wasserburg, denn der Inn, der umkreist ja Wasserburg und macht hier eine Schleife. Das schaut richtig toll aus von hier oben. Schaut mal da her. Geht der Inn da außen rum. Und hinterhalb geht er wieder rund. Und zurück, wenn man hinter der Kirche schaut, sieht man auch wieder auf den Inn. Seht ihr das da hinten? Das ist der Wahnsinn. Mittlerweile in Seebruck am Chiemsee. Freunde, ich bin jetzt hier in Marquardtstein an der Tiroler Ache. Ich zeige euch mal das hier. Da ist Moped. Mittlerweile ist er schon in den Bergen. Da untertauscht wunderbar der Fluss. Und jetzt schauen wir also nochmal auf die Karte. Jetzt zeige ich euch genau, wo wir sind. Ich habe das schon am Boden hingelegt hier. Also ihr seht etwa ein Bild Mitte den Chiemsee und jetzt im Bild Mitte seht ihr Marquardtstein und ich werde da drüber fahren Richtung Kössen zum Walchsee und dort Richtung Kiefersfelden die Autobahn überqueren, Oberaudorf und dann hinauf zum Sudelfeld. Und zurückfahren über Schliersee, Miesbach, dann wieder Richtung Heimat. Ja Freunde, ein bisschen schade, dass ich nicht mit der GoPro filmen kann. Aber ich zeige euch jetzt ein paar Aufnahmen von unterwegs. Das ist glaube ich auch ganz interessant hier. Und jetzt sind wir wieder an der Tiroler Ache und wir sehen auf der hintere Seite von der Kampenwand, also die Kampenwand von der Südseite. Und da schauen wir jetzt mal hoch. Da geht es dann weiter hoch jetzt die Straße und wir sind jetzt in Retten. Tschüss. Na, was sagst du? Ist doch toll, oder? Ja eben. Und weiter geht's.
Ja, eine echt tolle Straße da hoch. Jetzt gehen wir weiter. Toll. Ich bin jetzt hier noch hochgefahren nach Niederdorfenberg. Von da aus hat man nämlich einen super Blick runter ins Inntal nochmal. Und links ist auch Kufstein. Damit ihr seht ihr den Inn. Und Bildmitte der Berg Pendling. Ja, es ist mittlerweile 14.30 Uhr. Ich habe mich da etwas verzettelt mit der Fahrerei, aber ich werde trotzdem weiterfahren, wie auf der Karte gezeigt. Ich befinde mich mittlerweile auf der sogenannten Tatzelwurmstraße bei Wall. Ja, Freunde, da am sogenannten Sudelfeld. Jetzt hoch. Seht ihr, ein paar Biker sind doch unterwegs. Ein wunderbares Wetter heute hier. Hier im Sudelfeld darfst du offiziell nur 60 fahren. Wir haben extra so Rüttelstreifen eingebaut, das macht jetzt gar keinen Spaß. So, da hier oben ist im Winter das Eldorado, der Brettlrutscher. Da war ich auch schon im Winter da. Mit dem Moped selbstverständlich. Jetzt schauen wir mal einen Blick in die Ferne. Schauen wir mal auf das Kaisergebirge. Ja, ein kleines bisschen weiter, da ist ein kleines Gasthaus und da ist ein Biker-Treffpunkt, da treffen sich viele Biker. Ja, hier sieht man also die Passhöhe und dahinter ist das Biker, der Biker-Treffpunkt, das Wirtshaus hier. Die Passhöhe ist 1123 Meter. Und dann nehmen wir noch die wunderschöne Ducati da mit, bevor es dann wieder weitergeht. Mittlerweile ist 16 Uhr. Das ist der Ort Bayrischzell. Und rechts hoch, da bin ich runtergekommen vom Sudelfeld. Das ist die Straße oben. Und da rauf geht es dann ins Sudelfeld. Und darüber drunter Wendelstein. Ja, die Schatten werden länger. Rechts oben seht ihr noch den Wendelstein. Kurz vor Rosenheim. So schaut es da aus. Und da stehe ich. So, Freunde, die Alpenkette liegt hinter mir. Bin wieder oberhalb von Haag in Oberbayern. Die Sonne ist schon verschwunden. Es ist 17.15 Uhr. So, jetzt bin ich wieder zu Hause. Jetzt schauen wir noch am Friedhof. Heute ist ja der Allerheiligentag, der in Bayern mit Friedhofsbesuch verbunden ist.
Das schauen wir uns jetzt noch an. Hier sieht man überall die ganzen Gräber. Beleuchtet mit Grablampen zu Ehren der Verstorbenen. Ja, und Glocken läuten auch noch. So Freunde, so endet der Tag, die Wintersaison-Eröffnung vom Motorradfahrer Roberto. Schöner konnte es gehen, ein 1. November, ein Bilderbuchwetter und am Schluss noch ein Besuch des Friedhofs. So muss es sein. Ich danke euch fürs Schauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Servus, sagt der Motorradfahrer Roberto.